Aufnahme läuft. Oben ist besser. Hoffe. Du hast schon angemacht? Ja. Meins kann nicht so überlange. War im Querformat, gell, oder? Ja. Ja. Okay. Warte. Dich will ich ja mit drauf haben. Schon gut aus. Wer steht im Qualm? Ich. Ich hatte irgendwie noch nicht entzündet gekriegt. Ah, jetzt geht's los. Oh, wie der da rausraucht. Er brennt ein bisschen zu langsam ab. Der brennt noch an der oberen Schicht, oder? Aber die ist nicht, kann fallen. Oh, ein bisschen mehr Salpeter nehmen. Guck mal, jetzt zündet die untere Schicht durch. Hm. Siehst du das rechts, wo es jetzt so rausqualmt? Ja.
reine unnitrierte Leinenschicht benutzen. Würde ich mal sagen, oder? Ja. Guck mal rechts unten. Ja. Ich finde das ehrlich gesagt schon ganz schön beeindruckend. Vielleicht war das Stroh nicht trocken genug. Das war völlig trocken. Das haben wir doch nicht nass gemacht. Acht Minuten. Gleich 9. Nee, gleich 8 bei mir. Aber das scheint Ihnen noch ein bisschen zu glühen. Das ist noch nicht fertig. Na, guck mal, das ist nur die äußere Leinenschicht, oder? So ein bisschen wie bei dem Zeug gestern, ne? Das ist ein Kohlestück. Ja.
denke, dass wir da noch mehr Schwefel mit rein. Ein bisschen mehr Salpeter kann man ja auch noch mit rein mischen in die Wandmasse. Mhm. Ja. Ich finde es das irre, dass das Ding immer noch zusammenhält. Mhm. Oh, ich hätte gedacht, dass er stärker abbrennt, aber... Ja, das Problem ist auch, dass in Gang kommen, ne? Mhm. Aber das war schon gut, dass das ein paar Mal rumgewickelt war. Die Lunte, oder? Ja, aber das für die Kürze hätte nicht gereicht. Nee. Weil schon jetzt stirbt, ich stirb dann entzünden. Ja, da muss was heiß werden. Ja. Lass die mal durchlaufen, die Kamera, eine Stunde können wir da filmen. Oh cool, so lange kann ich den Arm nicht halten. Meine hat ja nicht so eine komisch eckige Form, dass man die irgendwo abstellen kann. Also ich denke, was man nicht machen sollte, ist das mit der zweiten Leinenschicht. Ja. Dass wir uns das verkneifen. Dass wir die erste Leinenschicht dann gleich richtig machen. War ja da auch. Ja. Nee, das war ja die nitrierte. Und dann halt mit dem mit Schwefel drin. Ja. Auch. Nur wir haben halt nochmal eine oben drüber gemacht und das braucht man, glaube ich, gar nicht. Jetzt vermutlich drauf grillen. Ja. Was man überlegen könnte, wäre, ob man den Strohkranz schon mal mit so einer Schwefelkelchmischung einschmiert, bevor man die Tiere laden kann. Ja. Dass man erst eine Pechschicht macht, dann das nitrierte Leinen mit der Pechschicht auch festklebt sozusagen und dann oben drüber nochmal so eine. Ja. Dann in die Felskohle Pulver mit dem Außengrund und das wird dann nicht reinmischen. Ja. Ich wollte mal eine Schwarzpulver mit rein. Aber gleich richtig. Wenn der Vorteil von den Weidengrenzen ist, dass wir so cool sind, dass du da so eine Matsche reinschmieren kannst. Ne? Mhm. Das geht halt bei dem Stroh nicht.
Ton wegmachen. Immer wieder sagen, langweilig. Genau. Hat der eben gefragt, was das wird? Nur Strohkern, habe ich gesagt. Hat er nicht weiter gefragt? Hm? Ah, jetzt brennt er doch.